Schade! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog mit Dennis. Dennis zeigt auf jeden Fall seinen Kanal ab, beziehungsweise den Crew-Kanal. Ja, von seinem Crew natürlich. Jo, wir sind in Ulm. Wir fahren jetzt zu Kumpels, zu Finn und so. Digga, der betreibt die da übel, Alter. Digga, chill ab in Ulm, gell? Mein Kennzeichen und so. Dass du da keinen Krach machst. Sonst bin ich auch gefickt. Ja, schon. So. Wundert euch auch nicht, falls meine Karte ein bisschen ja, kleppert und so. Das ist der Kickstarter. Der ist so locker. Weil ich habe da mal eine Kugel drin verloren. Da ist so eine Feder und eine Kugel drin. Und ja, die sorgt halt dafür, dass der nicht so hin und her schwenkt. Und halt nur in die Richtung soll, wo man ihn hindrückt. Genau. Jetzt habe ich es erfasst. Ja, was gibt's noch? Ich hatte letztens erst ziemlich beschissene Probleme mit meinem Choke, weil mein Choke, der hier, das ist der Choke, den habe ich mal hingebaut. Weil im Winter war es immer kacke, unten am Vergaser den Hebel zu ziehen, und da habe ich den hingebaut. Und von dem ist jetzt das Gewinde kaputt. Und deswegen ist er rausgegangen und die lief halt dann immer zu fett. Ich bin 50 Kilometer gefahren mit gezogenem Choke, Alter. Das müsst ihr euch mal geben, wie eklig das auch ist. Und jetzt ist sie halt übel verrußt, denke ich mal, weil sie zu fett lief. Und jetzt, wenn ich jetzt am zweiten, scheißegal welcher Gang, wenn ich in Reso komme und am Drehzahlende bin, macht die immer so, wie so ein Drehzahlbegrenzer, so. Ja, ich kann es in Ulm jetzt schlecht zeigen, aber vielleicht bekomme ich es noch hin, dann hört ihr das. Linie 2 Takte mit Drehzahlbegrenzer, ist irgendwie lustig. Aber, jo, ist doch nicht so geil, weil sie ja nicht komplett ausdreht. Ja, oh. Ja, Ulm ist eigentlich eine chillige Stadt, nur halt auch ein bisschen klein. Gut, für mich schon groß. Ja, groß ist echt was anderes. Aber ich hoffe, ich gehe dieses Jahr noch oder diesen Monat noch nach Bremen. Ich hätte eigentlich nur noch diesen Monat die Möglichkeit. Oh ja, im Zweifel. Guck mal. In der 8, Alter. Nices Ding, Alter. Bei ihm ist Topcase auf den Rücken geflogen. Es hat sich irgendwie gelöst und ist ja voll auf den Rücken. Ich glaube, ich gehe heute noch ins Aero-Sensor. Muss ich mir noch überlegen. Oder halt da. Table Dance. Hätte schon Bock. Wenn noch ein bisschen Geld übrig bleibt, dann gehe ich da hin. Vielleicht nehme ich da noch was auf. Wer weiß. Ach guck, die hat mir schon gewunken. Habt ihr es gesehen? Die hat mir schon gewunken, Alter. Die will, dass sie kommen. Ja, geh nachher noch einen Puff. Ja, halt Maul. Das war kein Witz, gell? Mein Arsch ist wieder. Mein Arsch ist wieder komplett nass von meiner Sitzbank. GG. Well played. Good game. Boah, Digga. Warum fahre ich eigentlich nicht links vorbei? Richtiger Gangster. Oh, Junge. Das wird mich an der Stadt aufregen, weil hier kann man auch schlecht filtern, weil sich alles noch bewegt, aber es bewegt sich alles so langsam. Und ich will eigentlich nur filtern, wenn die Autos auch stehen. Das war noch grün. Ja gut, Feierabendverkehr. Oh, eine Ninja, Alter. Oh, eine ZX-10R, aber was für eine. Da ist wieder ein Blitzer. Jetzt zeige ich euch den Drehzahlbegrenzer mal kurz. Habt ihr es gehört? Jetzt hätte ich einen Drehzahlbegrenzer, was soll die Scheiße?
Ah, ja, ist der Vergaser oder einfach der Kolben ist verrußt von dem Choke da, weil das einfach zu fett lief. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, was das sein. Oh, Digga. Digga, Bullen. Bullen, Digga, Bullen, Bullen, Bullen. Ganz vorne, Alter. Und? Alter, ich hab da gerade voll Stoff gehört. Und? Ja. Um was geht's denn in deinem Motorvlog? Random. Random shit. Chaddy! Das ist Ulmer Polizei, das ist schon mal gut. Ja gut, Bayern fährt hier ja nicht rum. Bin hier ja in Baden-Württemberg. Nur dass mir der Dennis jetzt keinen Krach macht. Ja, guck. Mein KTM-Sticker, meine ganzen Sticker auf seinem Moped. Ich glaube, ich spende. Wo fahren sie hin? Weil die dürfen mein Kennzeichen ja nicht sehen, weil das ja so abgebrochen ist. Du Motherfucker, Alter. Richtiger Keck. Aber warum fahren sie hier 30? Also bitte. Wäre ganz geil, wenn jetzt eine rote Ampel kommen würde und die Bullen davor schon drüber sind. Digga, lass es, du Wichser. Lass es. Digga, ich bin gefickt, nicht du, gell? Oh, da ist es passiert. Das wollte ich haben. Genau auf das habe ich gehofft, Alter. Jetzt haben wir den Choke mit Sekundenkleber hingeklebt irgendwie. Weil ich finde den alten nicht mehr. Muss ich mal suchen, sonst bestelle ich einen neuen. Ich glaube, die Dinger kosten nicht viel und dann habe ich keine Probleme mehr. Und der Hebel geht mir auch auf den Sack, weil jeder dran rumspielt. Ich glaube sogar deswegen ist er irgendwie raus, weil durch den Widerstand, wenn man da drückt, hat sich vielleicht das Plastikgewinde verschleißt und ja, jetzt ist halt kaputt. Mach ihn kaputt, Junge! Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber es dreht sich halt nicht rein. Ich habe zu fett getankt. Muss ich vielleicht noch einen Liter reinmachen. Ja, da sind sie wieder. Ja, da sind sie wieder. Shit, da sind sie wieder. Da gleich wieder links, gell? Wegen meinem Kennzeichen, die sehen jetzt mein Kennzeichen. Bitte dreh nicht um, Digga, bitte dreh nicht um. Trennst du doch mein Kennzeichen gesehen? Ich hab gerade die übelst große Kurve gefahren, dass die dein Kennzeichen nicht sehen. Danke, Schatz. Och nö, Digga. Nix. So, weiter geht's. Polizei ist weg. Hoffe ich mal. Ich würde lachen, wenn jetzt die direkt wieder da vorne stehen. Oh. Mach vielleicht noch Spot. Ich will Wheelies üben, aber ich traue mir eigentlich keine Wheelies, wenn ich keine Knieschoner anhab. Die liegen noch bei Kumpel. Und das bockt sich gar nicht. Ja, also das war's, Leute. Kauft mein Merch, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Immer dasselbe Spielchen. Also Chaddy, da macht Fahrschule. Fahrschule macht da Training. Also haut rein, guckt bei Dennis vorbei, alle unten verlinkt. Und guckt bei mir auf Instagram vorbei. Da bleibt immer aktuell. Ich komme Bilder. Ich muss mal wieder mehr Bilder machen. Also haut rein.